Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um eine Petri gehen, einer meiner weiteren Panzer, aber auch ein Exot. Gleich nach dem Intro. In diesem Video soll es um die Petri FT gehen, und zwar vorab erstmal etwas Hintergründiges zu dieser Firma. Und zwar ist das eine große japanische Firma gewesen. In meinen Augen hört sich Petri sehr, sehr deutsch an, und deswegen bin ich echt davon ausgegangen, dass Petri eigentlich ein deutsches Fabrikat ist, aber dem ist nicht so. Dahinter steckt ein japanischer Hersteller und auch eine, ja, natürlich eine japanische Firma. Die hat sich, oder die wurde 1907 gegründet in Japan, ich meine sogar in Tokio, und hieß zuerst Kuribayashi Kamera Industrie. Kamera Industrie oder Kamera Industrie meint man damit, also das wäre so der internationale Firmenname gewesen, also Kuribayashi Kamera Industrie. Und 1962 hat man dann den Namen in Petri umgeändert. Bei uns im Städtchen gibt es sogar einen Fotoladen, der heißt Petri. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Verbindung zu dieser Marke hat. Kann gut sein, weil sie auf einigen Märkten, wahrscheinlich auch in Europa, doch etwas Fuß gefasst hat, aber leider nicht auf den amerikanischen Markt, was so auch die Kameramarke halt relativ schnell untergehen lässt, wenn das auf solche große internationalen Märkte wie in den USA nicht Fuß fasst, dann sind oft solche Marken zum Scheitern verurteilt. Ist zwar traurig, aber wahr, so ist halt das Marketing und die Industrie. Und ja, speziell diese Kamera, die FT, wurde 1967 auf den Markt gebracht. Sie wurde aber nicht allzu lange gebaut, nur von 67 bis 71, weil ab 71 kam auch schon die FT2 auf den Markt, die hatte einige Erneuerungen. Das Gehäuse sieht aber so designtechnisch eigentlich sehr, sehr, ich würde sagen, gleich aus. Es gibt vielleicht hier und da ein paar Änderungen, aber auch nicht jetzt gravierende. Ja, gehen wir einfach mal. Ich zeige euch die von oben und wir gehen von rechts nach links durch. Hier haben wir einmal den Spannhebel, der hat einen sehr, sehr langen Winkel, wenn man jetzt überlegt. Einige gehen vielleicht nur bis so und die geht noch so bis hier oben. Und es klickt dann einmal ganz satt, wenn man ganz am Ende ist. So. Und dann kann man auch schon auslösen. Und hier haben wir einmal das Fenster für das Bildzählwerk. Ist auch sehr übersichtlich und praktisch. Und hier haben wir einmal das Zeitenwahlrad, wo wir von einer Sekunde, also B einer Sekunde und bis über ein tausendstel Sekunde, und das rote X ist die Markierung für die Blitzsynchronisation. Hier haben wir einmal einen Hotschuh und hier haben wir einmal das ISO-Wahlrädchen. Ja, ihr seht es richtig, es hat für mich eine designtechnische Kunst, dieses ISO-Wahlrädchen. Es passt irgendwie so gar nicht zu dem restlichen Gehäuse, und das ist so schön in dem Metallbody halb integriert und lässt sich ganz schön fein justiert klicken. Und das finde ich super. Es ragt für mich so ein bisschen heraus, also was Design angeht. Und hier haben wir einmal die Rückspulkurbel. Allerdings ist sie nicht dafür da, um den Deckel hinten aufzumachen. Für den Deckel gibt es nämlich für das Alter typisch so ein, muss man mit dem Fingernagel etwas hier reingehen und dann etwas hochziehen und dann lässt sich der Deckel aufmachen. Ist relativ typisch für Kameras aus den 60ern. Ja, hinten gehen wir weiter. Hier haben wir nichts Besonderes, einfach nur das Okular und hier die Aufschrift Petri Kamera und Co. Und ja, gehen wir vorne weiter. Hier haben wir das Batteriefach. Die werden übrigens gefüttert mit Batterien,
dem Typ PX13, so hießen die früher. Heute gibt es die als U625. Das sind nämlich die gleichen Batterien, die auch in die Minolta SRT zum Beispiel reingehört. Und die gab es früher eigentlich, also man musste 1,35 Volt Batterien nehmen. Heute haben die meisten 1,5 Volt. Und da ist in meinen Augen aber kein realisierbarer Unterschied zwischen den Belichtungen mit einer 1,35 Batterie und einer 1,5 Volt Batterie. Jetzt kriege ich hier die Batterie hier nicht mehr vernünftig rein. So. Vor der Kamera ist immer alles ein bisschen anders. Ja, also entweder die PX13, das waren die alten Batterien, oder die U625, die kann man sich heute auch noch locker bei eBay und Co. kaufen. Ja, hier haben wir einmal den Kontakt für den Blitz, für die Blitzsynchronisation, fürs Kabel. Und hier haben wir den Selbstauslöser. Wenn ich den mal aufziehe, er sitzt ganz schön stramm. Und jetzt kann ich den hier auch entweder, ja, wenn ich jetzt auslöse, dann löst die Kamera normal aus. Aber ich müsste sie aufziehen und dann hier auf diesen silbernen Knopf drücken. Und wie ihr merkt, ist er wieder so laut, dass sämtliches Getier weglaufen würde. Aber der läuft ganz schön flott, dafür, dass der so eine weite Umdrehung hat, und dann läuft der ganz schön schnell, der Selbstauslöser. Ja, hier haben wir den Auslöserknopf. Ist ähnlich wie bei den deutschen Fabrikaten aus der DDR und Co., also zum Beispiel Praktika und so weiter. Finde ich aber für die Größe ist das gar nicht so schlecht, dass man die Kamera so halten kann und hier den Auslöserknopf hat. Das ist vielleicht manchmal etwas praktischer, als wenn man hier oben mit dem Zeigefinger oben drauf muss. Hier ist der manchmal wesentlich praktischer. Ja, und hier haben wir einmal den Abblendhebel. Sehen wir vielleicht auch. Ich löse mal oder mach mal hier auf Blende 11 stelle ich ein. Und wenn ich jetzt abblende, dann sehen wir, dass die Blende zugeht. Und zwar ist das auch gleichzeitig immer der Belichtungsmesser. Der wird nämlich nur dann eingeschaltet, wenn ich hier diesen Hebel drücke. Ist auch wieder so ein ähnliches Prinzip wie bei Praktika und Co., wo du jedes Mal den Belichtungsmesser einschalten musst. Ist auch vielleicht eine gute Entwicklung oder ein gutes Ding an der Kamera, damit man halt nicht immer auf diesen Strom angewiesen ist, schaltet man den Belichtungsmesser halt nur dann ein, wenn man den auch braucht. Und vielleicht hört ihr das jetzt auch schon, oder ihr hört es gerade nicht. Die Objektive, zumindest dieses hier, da wurde nichts dran gebastelt und nichts dran gearbeitet, eine Clickless-Blendeneinstellung. Also, es klickt nicht. Hat Vor-, hat Nachteile. Ich mag es zum Beispiel lieber, wenn es klickt. Das hier klickt zum Beispiel gar nicht. Und das ist ein 55mm f1.8 und gab es sowohl auch mit f1.4, und das ist jetzt aber die f1.8 Version. Und habe ich es, glaube ich, vorher schon erwähnt, dass Petri an ein komplett eigenes Bajonett hat. Und zwar gucken wir uns das jetzt hier mal an. Es hat hier diesen silbernen dicken Ring. Und den kann man nach links festziehen. Und wenn man das Objektiv abmachen möchte, dann geht man damit nach oben in die Nullstellung. Und dann kann man das abnehmen. Es hat ein, würde ich sagen, ein ähnliches Prinzip wie Canon FD. So sieht das Bajonett aus. Hat hier solche drei großen Metallkanten, die so rausgucken. Und hier haben wir einmal den roten Punkt. Und hier geht wahrscheinlich, ja, jetzt war sie auf Blende 1.8. Hier verändern wir, oder hier können wir die Springblende benutzen. So, roter Punkt auf roter Punkt. Und dann dreht man, so sitzt es jetzt richtig, und dann dreht man den silbernen dicken Ring. Habe ich vorher wahrscheinlich gesagt, dass der silberne Ring am Objektiv dran ist, das stimmt ja gar nicht. Der Ring, der ist am Bajonett, am Kameragehäuse dran, und
wenn das Bajonett einmal drin ist, so, dann kann man auch den Ring festziehen und dann ist das auch fest, da wackelt nichts. Ja, das war das ganz eigene Bajonett von Petri, aber weil das vielleicht auch eine komplizierte Konstruktion ist, jedenfalls habe ich etwas länger im Internet gesucht und ich finde wirklich kein Adapter, zum Beispiel für Sony E. Und ich denke, die meisten Kamerabajonets, die sind adaptierbar an Sony E-Mount zum Beispiel, aber hierfür habe ich wirklich kein Bajonett gefunden. Insofern finde ich das für mich auch sehr unscheinbar, dieses Bajonett, und sehr selten, so dass es dafür sogar keine Bajonets gibt. Vielleicht gibt es da draußen, oder genau, ich meine, ich habe gelesen auf einer Internetseite, dass jemand selber sich einen gebastelt hat. Das ist auch wahrscheinlich möglich, wenn man das technische Know-how und die richtigen Hände dafür hat, dann kann man das mal probieren. Ich würde mich an sowas zum Beispiel nicht so einfach rantrauen, aber vielleicht ist sowas ja möglich. Also ein eigenes Bajonett. Hier haben wir einmal den Spiegel und mit dem Spiegeldämpfer ist das gar nicht mal so einfach gewesen, den zu wechseln. Der ist dann nämlich hinter so einem, wie bei der XE1, hinter so einem Metallring. Und auch diese Kamera hat einen dermaßen harten Spiegelschlag, der ist fast ohrenbetäubend. Aber eigentlich, also ich mag solche harten Spiegelschläge, auch wenn sie kontraproduktiv ist für die Fotografie, weil das eventuelle Verwacklungen für die Bilder haben könnte. Ja, die Rückseite haben wir schon gesehen. Hier ist die Unterseite, hier haben wir einmal das Stativgewinde. Hier einmal eine Aufschrift Made in Japan und den Rückspulknopf. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, was für mich besonders ist an dieser Kamera, und da habe ich nicht schlecht gestaunt, nachdem ich die mal ordentlich inspektiert habe, weil sie auch nicht ganz heile war, als ich sie bekommen habe, musste ich einmal den Schlitzschraubendreher holen, nicht ein Kreuz, und dann habe ich den Deckel hier unten aufgemacht, weil der Mechanismus hat geklemmt für den Auslöser. Ich konnte die war zur Hälfte gespannt und ich konnte die Kamera nicht auslösen. Und so ist für mich das nach technischem Verständnis meist recht einfach, dass wieder welche Malheure auch immer genau beim Dreh von YouTube passieren muss. Ja, nachdem man hier den Deckel aufgemacht hat mit zwei Schrauben. Achtung, der ist ein kleines bisschen fest, so. Hat mich das echt gewundert, wie es hier drin aussieht. Und zwar ist das nicht so typisch wie bei, sagen wir mal, bei den meisten anderen Kameraherstellern, dass man hier unten im Gehäuse eine Menge Zahnräder hat, die ineinander fassen und irgendwelche flache Metallstangen, die eine Führung haben und hin und her fahren. Hier haben wir eine Welle, die ist hier von hier bis da geht die und die hat da sämtliche Zahnräder, die in andere, also von senkrecht auf waagerecht ineinander greifen. Und das ist für mich echt interessant. Jetzt sehen wir nochmal, ich löse nochmal aus. Oder ich ziehe nochmal auf. Also das ist für mich nicht typisch. Aber durchaus interessant. Und wenn ich euch jetzt mal den Vergleich zeige zu einer Minolta SRT 101, werden wir schnell merken, was da der Unterschied ist. Oder werdet ihr schnell sehen, was ich meine mit den Zahnrädern, wo so viele drin sind. Das Innenleben sieht doch ganz anders aus. Hier sind so eine Menge krumme Metallteile, die ineinander greifen und auch Zahnräder natürlich, aber es sieht einfach wirklich ganz anders aus, wie zum Beispiel bei dieser Petri. Ja, so viel zur Besonderheit von der Petri FT. Ja. Willkommen im Cockpit der Petri FT. Hier habe ich einmal einfach eine Demonstration, wie sie von innen aussieht. Wir haben nämlich gar keine sonderbaren
Anzeigen, keine eingeblendeten Einstellungen. Ganz einfach. Wir haben rechts einen Zeiger und da auch noch einen Kreis. Der ist jetzt bündig, aber einfach nur, weil der Belichtungsmesser nicht eingeschaltet ist. Wenn ich jetzt mal den Belichtungsmesser einschalte, mittels diesen Hebel über den Auslöser, dann sehen wir, es blendet ab und sie meldet uns auch, dass die Einstellungen so einigermaßen passen. Wenn ich jetzt an der Blende verstelle, sehen wir, dass zum Beispiel der Zeiger weiter runter geht. So, unten rechts sieht man das immer. Entschuldigung, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen die Blende weiter öffnen, dann sehen wir laut der Nadel, dass die halt wesentlich überbelichten würde, das Bild. Und je nachdem, wie ich die Blende jetzt verstelle, reagiert die Anzeige auch sehr, sehr flott, finde ich. Was man von einigen anderen Kameras aus den gleichen Jahren, vor allen Dingen aus 1967, gar nicht so sagen kann, dass der Belichtungsmesser so gut reagiert, finde ich wirklich klasse und durchaus Ergebnisse, worauf man sich auch verlassen kann. Und vor allen Dingen die Schnelligkeit finde ich sehr gut. Ja, komme wieder zurück. Wieder zurück in der normalen Ansicht und ich habe hier einfach jetzt mal, die haben wir ja vorher auch schon gesehen, die SRT 101 und die Canon FT, Canon sage ich schon, hat mich das Bajonett zu sehr durcheinander gebracht, die Petri FT und wenn wir so sehen, hat sie so ungefähr, also nicht das gleiche, ein ähnliches Maß, wir sehen hier, dass zum Beispiel die Kante von der Petri etwas höher ist, also es ist doch ein wuchtigeres Gehäuse. Von den Funktionen her ähnlich wie die SRT, nur halt, dass die SRT noch eine Spiegelvorauslösung hat. Hier hat sie sowas nicht. Und, aber auch sind CDS-Zellen verbaut für die Lichtmessung. Und ja, die Geschwindigkeiten sind auch gleich 1000, Tausendstel und so weiter. Und ich würde aber sagen, dass zum Beispiel das FT, der FT-Body doch noch eine gute Nummer schwerer ist wie die SRT und gehört für mich aber halt in einer Klasse, deswegen wollte ich euch nur mal so ein bisschen den Vergleich zeigen. Ist aber kein Vergleichsvideo, sondern einfach nur zur Demonstration. Ja, so viel zu der Petri FT und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so lange kein Video mehr hochgeladen habe. Die Corona-Zeit, es ist alles nicht so einfach. Und die nagt auch ziemlich an uns und ja, aber jetzt ist es mal wieder soweit und ich hoffe, es folgen noch ein paar Videos. Ich habe noch einiges, was ich da vorstellen kann und da würde ich sagen, wenn ihr mögt, könnt ihr mir einen Daumen geben und wenn es auch einfach nur euch geholfen hat, über diese Kamera etwas herauszufinden, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal einen Kommentar unten drunter schreibt und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!